Gigi, 1949, hat er ja ein Erzwerkel nach Basel gebracht. Und das Erzwerkel ist auf sie Wunsch im afrikanischen Busch. Hat man das können fangen, das ist eine sehr schwierige Unternehmung. Dort bin ich nicht dabei gewesen. Bin ich noch nicht dabei gewesen. Aber das ist gefilmt worden. Und er hat das Erzwerkel in einem winzig kleinen Lastwagen, hat er von damaligen Tanganyika bis nach Nairobi gefahren. Und unterwegs hat das Wagen ein Rad verloren. Jetzt aber wieder keinen anmachen. Und das Erzwerkel ist in Nairobi dann ins Flugzeug verladen worden. Und der Herr Gigi war so aufgeregt mit dem Erzwerkel, dass er vergessen hat, dass er eigentlich nach seiner Rückkehr hat soll an eine militärische Inspektion gehen. Er war ja Kanonier gewesen, ursprünglich. Also Soldat, er war weder Unteroffizier noch Offizier gewesen. Aber der Herr Gigi hat vergessen gehabt, dass er eigentlich am Tag nach seiner Rückkehr aus Afrika mit dem Erzwerkel hat er soll an eine militärische Inspektion gehen. Und ist von dem hat er können aussuchen, entweder hat er eine Busse zahlen oder er hockt einen Tag lang ins Gefängnis, in den Lohnhof. Dann habe ich gesagt, ja nein, ich gehe in den Lohnhof. Nimm zwei Distraktionen mit und eine Flasche Whisky. Hocke ich einen Tag in den Lohnhof, das hat er gemacht. Und am Abend hat er die Dissertationen gelesen. Und die Flasche Whisky, weiß ich nicht, ob sie leer ist. Das weiß ich nicht. Also gut. Das Erdviertel habe ich also gesehen, zoologisch geachtet. Und das Erdviertel war eine große Frage, wie tut man das füttern? Dort haben wir ja keine Termiten gehabt. Heute hätten wir sogar Termiten. Aber damals haben wir also noch keine Termiten gehabt. Irgendein Bäppchen gemacht nach dem Porridge mit allen möglichen Fleischsachen drin und so weiter. Das kann ich jetzt nicht sagen, was das bestanden hat. Aber mit dem wird man das Erdviertel mindestens eine Zeit lang am Leben behalten. Also das hat mich schon bewegt, doch, das Erdviertel. Und eben in Verbindung mit meinem Patron, der eine militärische Inspektion verpasst.